Der Wissenschaftsrat setzt sich für die einzelnen Gutachten aus jeweils bestellten Mitgliedern zusammen. Und der Wissenschaftsrat, der die Universität des Saarlandes in einer Kommission begutachtet hat, setzt sich aus einer Mischung von Professoren und Professorinnen von unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten aus unterschiedlichen Fachgebieten zusammen, die sich ein gemeinsames Bild über die Hochschullandschaft des Saarlandes gemacht haben. Auffallend aus meiner Sicht, und das hat mich sehr gewundert, als ich das Wissenschaftsratsgutachten gelesen bzw. die Mitgliederliste studiert habe, ist, dass in der Gutachtergruppe für die Begutachtung unserer Hochschulen im Saarland kein einziger universitärer betriebswirtschaftlicher Professor anwesend war. Das heißt, dass unsere Bewertung offensichtlich nicht ein Peer Review war, sondern ein aus anderen Fachbereichen stammendes Bewertungsverfahren stattgefunden hat. Der Wissenschaftsrat ist eine Institution, deren Gutachten Gewicht haben. Und das Statement ist inzwischen gefallen. Und an dem Wissenschaftsratsgutachten zu kritisieren oder zu rütteln und die Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, das kann man auf eine pauschale Art und Weise sicherlich nicht tun. Die Aussagen, die in dem Wissenschaftsratsgutachten aber gemacht worden sind, sind vor dem Hintergrund zu bewerten, wer die Gutachter gerade im Bereich Betriebswirtschaftslehre denn waren. Und zweitens ist die Art und Weise, wie das Gutachten erstellt worden ist, wie die Argumente gesetzt werden, auch kritisch zu hinterfragen. Und zwar wird gesagt, Vertreter der saarländischen Wirtschaft sehen den Ausbildungsbedarf an Wirtschaftswissenschaften durch Fachhochschulabsolventen als gedeckt an. Und diese Aussage, was meine Kontakte zu der saarländischen Wirtschaft angeht, finde ich in der Art nicht wieder. Und es ist ein kleines bisschen schwierig einzusehen, warum im Saarland die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung auf Fachhochschulniveau ausreichend sein soll, ob möglicherweise die universitäre betriebswirtschaftliche Ausbildung oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung für uns im Saarland nicht nötig sei. Die Argumentationslinie erschließt sich mir nicht unmittelbar. Also die Zusammenlegung von Universitäten und Fachhochschulen in einer gemeinsam getragenen Institution, das sind die Erfahrungen, die ich zum Beispiel aus dem Fall Lüneburg gezogen habe, sind mit erheblichen Problemen belastet. Die Vermischung von beiden Hochschulkonzepten in einem Gesamthochschulkonzept, das institutionell als eigenständige Entität geführt wird, halte ich für einen Irrweg. Ich sehe auch nicht, dass die universitäre Rauslösung oder Ablösung der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung von der Universität des Saarlandes für die Hochschullandschaft im Saarland insgesamt ein Gewinn wäre. Ganz einfach deswegen, weil die Attraktivität einer wissenschaftlichen Ausbildung im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich durch einen universitären Rahmen und die dort betriebene Forschung sichergestellt ist. Die Attraktivität des Saarlandes im Bereich der wissenschaftlichen Ausbildung an der Universität im Bereich Wirtschaftswissenschaften kann auch nur gut für andere Hochschultypen sein, damit die Diversifizität, die Vielseitigkeit und Vielfältigkeit der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung gewahrt bleibt. Für das Saarland kann ich von einer gemeinsam getragenen Business School nur abraten, weil die Befürchtung mit guten Gründen besteht, dass bei einer Zusammenlegung die Qualität der Abschlüsse leidet, die Zahl der Studierenden sinken wird und die Kosten für einen Abschluss steigen werden. Das steht auch angedeutet im Wissenschaftsratsgutachten, dass die Ausbildung von wirtschaftswissenschaftlichen Abschlüssen an der Universität um ein Drittel günstiger ist. Eine Vermengung dieser beiden Konzepte, Universität und Fachhochschule, in einer gemeinsam getragenen Business School würde in den drei Punkten, ich wiederhole es nochmal, eine Absenkung des Abschlussniveaus, eine Verteuerung der Abschlüsse und eine Verringerung der Studierendenzahlen in den Fächern für das Saarland bedeuten. Und das kann nicht im Interesse des Saarlandes sein. Also Synergieeffekte, was die Lehrqualität angeht, mit gemeinsamen Lehrveranstaltungen zwischen HTW und Universität, sind aus meiner Sicht hochproblematisch. Es ist nicht möglich, auf einem gemeinsamen Niveau in beiden Welten Lehre zu betreiben. Zudem ist auch die Lehrstruktur an der Fachhochschule in der Regel eine ganz andere. Die Lehrbelastung, die Lehrdeputate sind deutlich höher. Und wenn man sich den Hintergrund dieses Strukturgutachtens, dieses Wissenschaftsratsgutachtens nochmal verdeutlicht, geht es ja insbesondere darum, Wirtschaftlichkeitspotenziale zu heben. Und bedeutet auch insbesondere für die Fachhochschule,
dass man sich von Lehrkonzepten, die gegenwärtig gepflegt werden, selbstverständlich verabschieden werden muss, indem Lehrverpflichtungen durch Doppelungen von Lehrveranstaltungen und den Garant von kleinen Arbeitsgruppen, kleinen Vorlesungsgruppen, dass man diese Art der Lehre so nicht mehr weiterführen kann, sonst wäre es ja auch kein Einspareffekt. Bedeutet also, dass möglicherweise die Klassenverbände, die in den Hochschulen, in Fachhochschulen ja vorherrschen, dann abgelöst werden in einer neuen Kooperationsidee von Massenveranstaltungen, wie wir sie an der Universität selbstverständlich haben, für die aber auch die Studierenden, die sich hier einschreiben, durch ihre wissenschaftliche Begabung qualifiziert haben.